Hallo und willkommen zurück zur Let's Play Uli die Ehrenrunde. Wir machen jetzt die Boxer-Herausforderung weiter. Und nach dieser Herausforderung kann es sein, dass wir schon uns dem Ende zuwidmen. Aber da die höheren Jagd im Moment von der Reichweite her näher ist, machen wir eben erst jene. Oh, verdammt! Attacke! Und er trifft mir zuerst, ist ja super. Jawohl, Uppercut, komm. Noch eine. Aber nicht so. Okay, ich verliere auch wieder Leben wie so ein Luchs. Ah, verdammt. Okay, Biff ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger geworden. Auf jeden Fall aggressiver. Aber ich hab's noch geschafft. Da ist Pinky, perfekt. Pinky. Pinky. Oh Mann, es hasst sie mich, weil ich Biff verprügelt habe. Ah ne, da ist die Box-Herausforderung. Oh. Egal, mach mal die höheren Jagd nachher. Aber ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. So how do I do it, Pete? Do what? Beat those rich kids into submission. Well, what have you tried so far? Random violence, widespread destruction, gratuitous sadism. No, no, that's not gonna work. They get all that kind of stuff at home. Now what you gotta do is you gotta beat one of them publicly. You gotta prove to them you're better than their best man. Why don't you box that dumb jerk Biff? Not bad, Pete. Not bad at all. All right. See you around. Wait, Jimmy, can I come too? Okay, jetzt kommt hier eigentlich schon der Boss, wenn man so will. Auf jeden Fall nach dem Kampf. Wir treffen dann auch zum ersten Mal. Ihr seht es schon, es schneit. Es ist eigentlich jetzt bald fertig. Ja, wir treffen auch zum ersten Mal Derby Harrington. In dem Fall. Und ja, danach ist fertig für das erste. Also, ja, ich beende den Part sofort, nachdem ich dann den Boss kalt gemacht habe. Aber frag mich, ob ich vielleicht nicht erstmal noch ein paar Leben tanken soll. Vielleicht werden sie ja wieder aufgefüllt. You and me, Biff. You and me what? You and me, the noble art of boxing. May the best man win. And then you little trust fund fairies will know what life is all about. Anytime, Pauper. Of course. The best man always wins. Me. Come on. Afterwards, you can clean my shoes. Also ich muss sagen, die Preps sind wirklich gemeiner geworden. Und Biff wird zum ersten Mal ein Gegner sein, den ich nicht sofort besiege. Okay. Ich muss das alles ganz langsam angehen, weil ich glaube nicht, dass ich das sofort schaffe. Aber wenn ich im Moment... Ja, ich bin eigentlich schlecht dabei. Ich bin sehr schlecht dabei. Ich muss besser angreifen. Ich muss sehr viel besser angreifen. Und vielleicht auch mal besser blocken. Aber die erste Runde ist vorbei.
Mann, dass es ihn aber nie trifft. Das trifft ihn nie. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen auf Abstand, damit dann die Zeit ausläuft und ich dann vielleicht nochmal was regenerieren kann. Oh, ich konnte sogar noch ein paar Leben machen, ein bisschen was abziehen. Aber der ist immer noch grün. Verdammt. Ich glaube, auf lange Sicht wird das so nix. Obwohl, es wird langsam besser. Ah, jetzt wird's scheiße. Oh, verdammt, es wäre direkt K.O. gewesen. Ach, Mann. Scheiße, es hat ja noch wieder mehr neben mich. Aber wäre schon mal gut, dabei Leben zu verlieren. Und jetzt könnte man sogar vielleicht schaffen. Aber auf jeden Fall, der war jetzt knallhart. Ich hab's geschafft. So, und jetzt treffen wir zum ersten Mal auf Derby Harrington. And snobbery, you filthy Democrat. Gentlemen, are we going to let some gutter snipe come in and beat up our friend Biff? No! Then what are we going to do? Beat him back to the ghetto! Yeah! Okay, jetzt gibt's Stress. Also Biff, ich meine, Derby ist auf jeden Fall härter wie Biff, auch wenn sie gleich viele Lebenspunkte haben. Und wenn die mich jetzt auch noch gut hier so öffnen vermöbeln, dann habe ich doppelt Schaden. Auf jeden Fall hat Biff einen der coolsten Theme-Songs im ganzen Spiel. Und da ich nicht weiß, wie ich mich gegen Biff gegen Derby schlage, werde ich alles tun, um den Kampf so leicht wie möglich zu machen. Denn ich glaube nicht, dass ich das einfach so schaffe. Ich glaube, man kann auch Derby gar nicht greifen. You pathetic wretch, hiding behind your friends. I'm leveraging the assets I have and you don't. Friends. Just shut up, Derby. Here's some more tactics for you, poor boy. Kann ich dich vielleicht auch damit? Ich sollte angreifen. Oh, spinnt der eigentlich? Alter, wie der blocken kann! Ich glaube, die sind alle ein Stück besser geworden. Obwohl, jetzt sollte ich vielleicht eine Tür offen lassen, damit dann auch immer wieder jemand reinkommt, dem ich dann ja, ein bisschen was klauen kann. Ich steh auf, Mann! Mach zu, mach zu! Okay, eine. Ja, ansonsten sind es zu viele. Ich brauche auf jeden Fall Leben. Ach, oh, scheiße, jetzt kommt der schon wieder. Aber Alter, wie der hier blockt, ist ja nur normal. Und der haut immer ab. Ja, da wäre das auch super.
Alter, der Schammel mega hart. Der Dörbe, den kann ich. Ah, jetzt habe ich mal getroffen. Wie geil ist das denn? Soll ich schon hier in der Ecke? Es kann doch nichts mehr tun. Oh, scheiße. Boah, haben immerhin schon mal auf der Hälfte. Das ging eigentlich schnell. Ja, komm, du fehlst noch, Alter. Geil. Boah, kann es sogar auch machen. Wie geil ist das denn? Lässt er sich greifen? Okay, nicht immer, aber ist auf jeden Fall da ein bisschen besser wie Biff. Liegt er eigentlich noch da unten? Ich glaube, Biff liegt nicht mehr da unten. Wer kommt jetzt? Oh, so. Aber mit deutlich stärker geworden. Okay, und damit es jetzt fair ist, mache ich das hier auch zu. Ah, komm, jetzt mach mal richtig. Was soll denn das jetzt? Heute jetzt rum, weil ich alles zugemacht habe oder wie? Nee, komm, jetzt geht mal. Tschüss. Tja, wir haben jetzt die Preps besiegt und die sind jetzt auf unserer Seite. So it will surprise none of you to discover in a future life he'll end up in Congress. But this is my story, not his. With the trust fund babies under control, it's time to turn my attention to their sworn enemies, those greaseball kids. Tja. Jetzt immer, wenn wir angegriffen werden, wird ein Prep kommen, um uns zu verteidigen. Also, falls das sieht. So, you must be pretty proud of yourself. You taught those rich scum a lesson? They're rich, weak bullies. It was easy. They picked a fight with me, and I showed them who was boss. And Gary got them to pick that fight, so maybe you'll show him as well. Gary's an even bigger problem. He'll have to wait. Hey! What's this throwback want? A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me what to do. Now beat it, greaseball. You're causing an oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for this. What is wrong with this place? Everyone here either needs help, wants to beat you up, or both. Well, you know who Johnny Vincent is, though, don't you? No, and I don't care. He's head of the greaser clique. Get friendly with him, and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete. This place blows. Tell me about it. Tja, und das war jetzt die Einleitung zum dritten Kapitel. Ich hoffe, euch hat das Prep-Kapitel gefallen. Und auch alle sind ein bisschen anders. Zum Beispiel die Bullies haben auch hier ein bisschen was anderes an. Beziehungsweise haben es ein bisschen anders, ja. Also wie schon gesagt, ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen nach hoch geben. Ein Kommi da lassen oder das Video teilen. Wie auch immer, ist eure Entscheidung. Also, tschüss!